Wir haben zwar eine Menge Bestseller-Autoren hier. Gregor ist schon weg. Oskar, Egon Krenz, Sarah Wagenknecht, aber nur einen Bestseller-Autor in Sachen Krimis haben wir hier. Und er hat eine Figur geschaffen, Dengler, die fünfmal jetzt schon für Fernsehen und Kino verfilmt wurde. Und ich freue mich ganz besonders, dass jemand, der mit Spannung, Unterhaltung, ökonomisch komplizierte Sachverhalte von der Vorherrschaft der Deutschen Bank bei der griechischen Besatzung bis zum Rohwedermord, bis zu den NSU-Morden aufgearbeitet hat, und zwar so, dass ein Millionenpublikum ihm folgt. Wer kann das schon? Herzlich willkommen, Wolfgang Schorlau. Wolfgang, ich habe es ja eben angesprochen, der große Plan, das handelt von Griechenland. Wir haben ja mittlerweile in allen europäischen Ländern so einen Kodex des politisch Korrekten, wo man bestimmte Sachen nicht sein darf, nicht sagen darf. Eines ist immer noch sehr schick, Gewerkschaftsfeindlichkeit, Antikommunismus, das wird davon nicht berührt, aber auch, man darf die faulen Griechen sagen. Und dann bleibt der Aufschrei plötzlich aus von der politisch korrekten Ecke. Was hast du dazu beigetragen in diesem Buch? Nun ja, was ich versucht habe, war aufzuzeigen, was hinter der griechischen Finanzkrise tatsächlich steckte. Ich weiß nicht, Sie erinnern sich vielleicht, meine Damen und Herren, dass vor einigen Jahren die Griechenland-Krise alle Schlagzeilen, alle Tagesschau-Nachrichten, jede öffentliche Publikation beherrscht hat. Und nachdem ich mir es 3 Monate angeschaut habe und ich nicht begriffen habe, um was es tatsächlich ging, habe ich angefangen zu recherchieren, weil ich dann doch mal es einfach verstehen wollte, um was es dort ging. Wieso geben wir Deutschen hart verdientes Geld, 210 Milliarden Euro, an die Griechen und die demonstrieren dagegen? Das schien mir irgendwie nicht logisch zu sein. Und das Ergebnis meiner Recherche, kurz zusammengefasst, aber vielleicht lesen Sie trotzdem das Buch. Das Ergebnis meiner Recherche war ganz einfach, dass diese 210 Milliarden, das bekamen nicht die griechischen Bürger, nicht die griechischen Rentner, sondern das bekamen die deutschen und französischen Banken, die mit griechischen Papieren Milliarden verdient haben. Milliarden, und eine Bank davon, die mehr im Hessischen angesiedelt ist, diese Bank hat allein durch den Handel mit griechischen Papieren mehr verdient, als sie im Augenblick für ihre krummen Geschäfte rückstellen muss, und das sind 2-stellige Milliardenbeträge. Und das Empörende an dieser Aktion war ja, dass uns gesagt wurde, es werden Rettungsschirme aufgespannt über den Griechen. Nein, die wurden nicht über den Griechen aufgespannt, die mussten es bezahlen. Und das Empörende war wirklich, wie uns diese Operation verkauft wurde. Sie wurde uns verkauft, indem gesagt wurde, dieses ökonomische Problem, wenn Sie so wollen, wurde uns erklärt mit der Mentalität eines ganzen Volkes. Nämlich, dass die Griechen faul und dämlich seien. Und das, und was mich wirklich immer noch empört bis zum heutigen Tag, ist, wie diese Lüge durchmarschiert ist. Und ich war dann zur Recherche in Griechenland, und ich wollte eigentlich das Buch nur schreiben über diesen ökonomischen Zusammenhang, aber dann erzählten mir junge Griechen, erinnerten mich noch an etwas ganz anderes, nämlich an jene 2,5 Jahre deutsche Besatzung in Griechenland. Ich wusste das natürlich, ich wusste, dass Griechenland von der Wehrmacht besetzt ist.
Aber was ich nicht wusste, war, was die Wehrmacht tatsächlich in diesem Land angerichtet hat. Dass in diesen 2,5 Jahren 10% der griechischen Bevölkerung gestorben sind infolge der deutschen Besatzung durch die Wehrmacht. Entweder direkt erschossen als Partisan oder als Geisel oder eben verhungert in dem schrecklichen Winter 42 auf 43 als infolge der deutschen Besatzung Zehntausende einfach verhungerten. Das wusste ich nicht. Also wirklich, ich wusste es nicht. Ganz junge Griechen haben mir das erzählt. Du musst dir vorstellen, 10% der Bevölkerung, das heißt mehr oder weniger in jeder griechischen Familie, werden bis heute Horrorgeschichten aus dieser Zeit erzählt. Das ist bei den Griechen ganz wach und wir haben es vergessen. Und als ich das verstanden habe, sozusagen diese Tragödien verstanden habe, dann wurde mir viel eher klar, warum es die Griechen nicht gerne gehört haben, ausgerechnet von den Deutschen, dass sie über ihre Verhältnisse gelebt haben. Und in diesem Zusammenhang, im 75. Jahr nach Ende von Faschismus und Krieg, gefragt nach den Skandalen um deinen NSU-Roman. Was war da irritierend für dich? Ja, am NSU-Komplex ist für mich auch wiederum vielleicht das Verrückte, dass die offensichtlich unwahre Geschichten so einfach durchmarschieren. Und auch schockierend, dass die Neonazi-Szene in Thüringen, dass dort westdeutsche Geheimdienste von Anfang an mitgemischt haben. Sie haben diese Szene finanziert, sie haben sie organisiert und haben sie mit und haben die führenden Personen waren alles V-Leute westdeutscher Geheimdienste, entweder des Landesamts für Verfassungsschutz in Thüringen oder des Bundesamtes in Köln. Und dass diese Geschichte heute fast verschwiegen wird oder dass man darüber so wenig weiß, das ist tatsächlich etwas, was mich noch umtreibt bis jetzt. Wenn du die vielen Romane um Dengler, du hast ja auch zwei geschrieben, die nicht mit Dengler, sondern mehr mit dir zu tun haben, zusammenfasst, jetzt mal in diesem 75. Jahr, was ja doch auch durchaus ein historisch sehr profundes ist. Was wäre die Zusammenfassung aus deiner Sicht, was man auch in dem Stream der Öffentlichkeit weitergeben sollte? Zusammenfassen. Das ist ganz toll, dass du mir jetzt gerade 2 Stunden Redezeit zugemessen hast. Aber du hast recht, das ist jetzt natürlich. Nein, ich finde, aber wir machen es nicht ganz unvorbereitet. Okay, ich meine, wir leben gerade wirklich in aufregenden Zeiten. Ja, wir erleben im Augenblick sozusagen das Ende des Kapitalismus, der auf fossilen Brennstoffen beruht. Dieser ist ökologisch und sozial am Ende. Und es ist eine große, ich würde fast sagen, eine Menschheitsaufgabe, dieses System in ein anderes zu überführen. Wir wissen nicht, ob es gelingt. Und die Zeit, die wir dazu haben, Sie wissen es alle, wird zunehmend knapp. Aber an diesem Punkt die Kräfte zu bündeln in dieser Gesellschaft und auch zu überlegen, wie dieses Neue, was dort kommen wird, von dem wir es vielleicht noch gar nicht genau wissen, wie es sozial ausgestaltet wird, das ist, glaube ich, eine große Aufgabe. Und
ich weiß nicht, ob wir es noch erleben, wir beide jetzt, aber ich glaube, wir müssen uns anstrengen, auch theoretisch anstrengen, wie diese Gesellschaft zukünftig aussehen wird, weil kommen wird sie auf jeden Fall. Vielen Dank, Wolfgang Schorlau. Ich bin froh, dass du uns weiter begleitest. Du warst ja auch bei uns in der Fraktion und ich kann das nur noch mal empfehlen, hoffe, wir haben auch ein paar Bücher draußen liegen, dass wir uns weiterhin mit der Kunst und Kultur befassen. Eine linke Partei, die zu Kulturschaffenden, zu Künstlern, zu Musikern, zu Autoren keine Beziehung hat, wird jedenfalls an dieser Gesellschaft, von der Wolfgang Schorlau gerade gesprochen hat, wenig mitwirken können, weil wir können nicht so viel auf Regierungsposten verweisen, aber wir müssen in solchen kulturellen Zusammenhängen etwas von der Mächtigkeit, von der Überzeugungskraft spüren, die anderen durch Verweis auf andere Kräftemodelle, die es schon gibt, haben. Also das Entscheidende ist, dass unser Zukunftsmodell immer auch von der Kunst formuliert wird und Appetit auf mehr und eine bessere Zukunft macht. Und deswegen herzlichen Dank. Ich sag das aus folgendem Grund. Wolfgang ist gekommen, obwohl in den letzten Tagen einer, ich kann sagen, unserer engsten Freunde und Antifaschisten gestorben ist, der große Pianist Wolfgang Dauner, mit dem wir auf ganz unterschiedliche Weise verbunden waren. Und Wolfgang Dauner, United Jazz and Rock Ensemble, mit Albert Mangelsdorf, mit vielen anderen, auch häufig in der DDR gewesen auf Tourneen, hat, glaube ich, auch Zeichen gesetzt. Und ich danke dir, Wolfgang, dass du gekommen bist, obwohl du eigentlich ja da in dem Zusammenhang auch angefordert warst und jetzt auch wieder heute Mittag zurückfliegst nach Stuttgart. Herzlichen Dank. Ich nehme die Bahn. Ich nehme die Bahn. Die Bahn.